Herzlich willkommen zurück zu unserem Alpha Saphir Wedlock. Im letzten Part haben wir hat Adrian, und ich will jetzt gerade nochmal speichern, hat Adrian Kyogre aufgeweckt. Wir, der Penner, sind in Xeneroville. Oh mein Gott. Und wir haben ein neuestes Teammitglied, das Melanie noch gar nicht kennt. Nö. Unsere süße kleine Jamie, das Lanturn. Hi, Jamie. Ich wollte es eigentlich The Miss nennen, weil wegen lustigem Wortspiel. Ah. Ja, The Miss auf Japanisch ist The Mizu. Ne? Ja. Und Mizu ist auch Wasser. Ah. Finde ich ein sehr lustiges Wortspiel. Ja. Das ist ein Wasser-Pokémon, das passt voll. Ja. So, an sich müsste ich mir natürlich Sorgen machen wegen Pokémon-Fangen, weil wir haben in Xeneroville noch kein Pokémon gefangen und dann hätten wir ja einen Partner für unsere Jamie. Nur kann man in Xeneroville ausschließlich Karpador und Garados fangen. Ich weiß nicht, ob sich da was ändert, wenn man, wenn man hier den Nationaldex hat, ne? Mhm. Auf jeden Fall so können wir ausschließlich eben dieses fangen. Ne? Okay. Deswegen muss ich da keinen Superschutz gerade machen. Und ich will natürlich in der Cave of Origin oder wie die noch immer heißt, ne? Ich nenne sie mal Cave of Origin, ist es, glaube ich. Auf jeden Fall in der nächsten Höhle hier in Xeneroville will ich unbedingt einen Pokémon fangen. Da haben wir die Chance, Flunkiefer zu kriegen. Nina. Yeah. Da bist du ja. Ich hatte schon auf dich gewartet. Dieser strömende Regen ist einfach schrecklich. Man könnte fast meinen, er würde den gesamten Planeten und alles Leben daraufhin fortspülen. Ach ja, komm doch mal eben hier rüber und hör dir an, was mein Freund zu sagen hat. Dein Freund? Dein Lover? Ja, mein Name ist Vasili. Ich bin der hiesige Arena-Leiter. Darüber hinaus bin ich auch der Wächter der Urzeithöhle. Schön. Deshalb weiß ich auch, dass dieser Regen durch eine Kraft verursacht wurde, der Ursprung in eine... Oh, mir wird dadurch schwindelig, wenn ich so rede. Naja, es klingt so, als würdest du gleich dabei kommen. Ich hab grad Kopfschmerzen, deren Ursprung in der Urzeithöhle liegt. Ich krieg Kopfschmerzen, wenn ich so rede. Dann lass es. Das ist doch der rote Edelstein. Ich verstehe, bitte folge mir. Nein, will ich nicht. Du bist seltsam. Vor allem, man kriegt ja in Omega Rubin einen besseren Blick auf ihn. Ach ja? Ja, weil es hier scheiße hell ist und nicht so scheiße dunkel. Ach so. Menschen und Pokémon brauchen Wasser zum Leben. Und trotzdem bereitet uns dieser Regen nur Kummer und Sorgen. Und ich finde die Musik, die spielt, während es total scheiße hell ist, viel besser. Ich hatte schon fast überlegt, will ich jetzt wirklich Groudon aufhalten? Die Musik ist gerade so gut. Die bessere Musik kommt doch noch. Das stimmt. Wenn sich die Regenwolken über Xeneroville immer weiter ausbreiten, bedecken sie irgendwann ganz Hoenn. Wir müssen etwas unternehmen. Und zwar, bevor es zu spät ist. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja? Ich wünsche gerade echt, wir würden Omega Rubin spielen, weil die Musik mir besser gefällt. Was ich aber lustig finde, ich finde, dass sie... Ich weiß gar nicht mehr, wie das Muster da auf Omega Rubin aussah. No. Weil da ist ja eindeutig das Muster, das auf Kyogre drauf ist. Ja. Team Aqua und Team Magma. Wir haben dich bereits erwartet. Okay, Adrian. Dann gebe ich dem Rostlöffel jetzt mal dieses Ding, das wir entwickelt haben. Geht klar. Hörst du das, Kleine? Cordula hat ein Geschenk für dich. Das Ding nennt sich Aqua-Anzug. Los, greif zu! Nee, ich bin taub und hab Cordula nicht verstanden, weil sie so leise spricht. Ja, ich auch nicht. Der Regen ist so laut. Wie war das nochmal, Adrian? Diesen Schutzanzug hat Team Aqua zusammen mit den Eierköpfen von der Devo Corporation entworfen. Sorry, ich hab's nicht verstanden. Sprich laut. Fick dich! Er steckt voller praktischer Überraschungen. Eigentlich hatte ich ja vor, selbst reinzuschlüpfen, um Kyogre gegenüber zu
gegenüberstehen zu können. Aber, naja, jetzt gehört er eben dir. Nur noch ein klitzekleiner Hinweis. Der Aqua-Anzug kann ohne Frage eine Menge einstecken. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass das Ding schlapp macht, bevor du Kyogre überhaupt erreichst. Dieses mächtige Pokémon lauert nämlich am tiefsten Punkt der Hoenn-Region, der sogenannten Hoenn-Tiefe. So, what? Ja, das ist Cordula, ne? Ja, so sieht's leider aus. Die Energie, die durch die Höhle fließt, ist so stark, dass wir unsere Berechnungen genauso gut wieder in die Tonne treten können. Ich will gar nicht darüber nachdenken, wie heftig die Strömungen da drin sein müssen. Darin sehe ich keinen Grund zur Sorge. Sie trägt schließlich den roten Edelstein bei sich. Dieser Edelstein birgt uralte Kräfte, die ihr und ihrem Pokémon-Team ausreichend Schutz bieten sollten. So ist das also. Aber ja, jetzt erinnere ich mich. Diese beiden Greise am Pyroberg haben auch so etwas in die Richtung gefaselt. Der blaue Edelstein setzt in Kyogre Kräfte frei und löst so die Protomorphose bei ihm aus. Der rote Edelstein hingegen bewirkt, dass seine Kräfte wieder eingedämmt werden. Ganz genau. Die Energie, welche die Urzeithöhle durchströmt, ist identisch mit der Energie, aus der Kyogre seine immense Kraft schöpft. Also sollte sich mit dem roten Edelstein logischerweise nicht nur Kyogres Kraft eindämmen lassen, sondern auch die Energie, durch welche die Strömung im Inneren der Urzeithöhle verstärkt wurde. Aber die Macht des roten Edelsteins allein genügt natürlich nicht, um die Hoenn-Tiefe zu erreichen. Du wirst zusätzlich den Anzug tragen müssen, den du gerade erhalten hast. Erst dann bist du bereit, dich der Bedrohung der Natur zu stellen. Yay. Wer hätte gedacht, dass sich der rote Edelstein eines Tages in deinem Besitz befinden würde, Nina? Sei unbesorgt. Zusammen mit deinem Pokémon-Team kannst du alles erreichen. Davon bin ich fest überzeugt. Uns Bewohnern von Xenerowil ist es nicht gestattet, die Urzeithöhle zu betreten. Du musst also alleine gehen. Egal, was ich auch im Inneren erwarten mag. Seit wann ist Troy ein Bewohner von Xenerowil? Und seit wann ist Mark ein Bewohner von Xenerowil? Und seit wann sind Cordula und Adrian Bewohner von Xenerowil? Seit heute. Der rote Edelstein liegt in deinen Händen und mit ihm das Schicksal Hoenns. Wir werden unser Bestes geben und alle Mitglieder von Team Magma mobilisieren, um Menschen und Pokémon zu helfen, die aufgrund dieser Katastrophe in Not geraten sind. Mehr können wir im Augenblick leider nicht tun. Junge Dame? Nein. Es tut mir leid, dass ich immer von oben herab mit dir gesprödet habe. Noch mehr tut es mir jedoch leid, dir eine solch schwere Bürde auferlegen zu müssen. Aber wir vertrauen alle auf deine Kräfte. Herr Fähigkeit. Jetzt tu bloß nicht auf mitleidig. Tut mir echt leid, Kleiner. Wie war das, Adrian? Ich konnte dich durch den Regen nicht hören. Sag es bitte nochmal. Hier ein Megafon. Wir sind auf deine Hilfe angewiesen. Ich bitte dich, rette die Welt und kümmere dich um Kyogre. Danke. Nur so zum Fact, wir werden Kyogre töten. Was? Wir dürfen es eh nicht benutzen, weil es kein Geschlecht hat. Nina, als ich dich im Videonavi in den Nachrichten gesehen habe, war das alles ein ganz großer Schock. Also habe ich alles stehen und liegen lassen und bin sofort nach Xenerowil geeilt. Ich bin heilfroh, dass es dir gut geht. Mal eine Frage kurz. Wie können wir in den Nachrichten sein? Hier sind keine Kameras. Mein Gott, Troy hat das gesagt, oder Cordula. Ja, aber hä? Das sind doch Team Aqua und Team Magma. Wie soll ich sagen? Ich komme heute aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ich habe das Gefühl, dass hier gerade etwas passiert, das meine Vorstellungskraft bei weitem übersteigt. Deshalb frage ich am besten gar nicht nach, was. Ich werde versuchen zu helfen, wo ich kann und dabei mein Bestes geben, Ehrenwort. Aber dafür musst du mir versprechen, auch alles zu geben, Nina. Ich tue alles, was ich kann, um dich zu unterstützen. Du kannst immer auf meine Hilfe zählen, Ehrenwort. Dafür sind beste Freunde schließlich da. Jetzt mal ganz ehrlich, warum kann er nicht mitkommen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht aus Xenerowil stammt. Ja. Vor allem, ganz ehrlich, so, die ganze Zeit wirkt es so, als wäre der Typ volle Kanne in uns verkleidet und dann so, Friendzone! So, aber wir sind jetzt hier in der Urzeithöhle. Und in der, ihr könnt zu mir fallen. Oh mein Gott! Ganz ruhig. 5%.
Naja, Golbat und so dürfen wir ja leider nicht mehr haben. Ja. Und stimmt, wir können hier zu Beerus und stimmt, deswegen. Ich dachte die ganze Zeit, oh, wir können hier Flunkiefer kriegen, ne? Und jetzt fällt mir gerade. Jetzt in diesem Moment fällt mir gerade ein. Nein, können wir nicht. Flunkiefer ist Omega Rubin exklusiv. Oh. Ja, Flunkiefer in Omega Rubin und Zubiris in Alpha Saphir. Okay. Toll, jetzt kommst du wieder so scheiße an. Tut mir leid. Was machst du? Knallig. Oh mein Gott, ich höre da was. Irgendwo ist hier was. Such Level. Da hinten. Schleich dich an. Nein, hier ist. Das war nur eine Falle. Zubiris. Level 44, ulala. Bitte sei männlich. Wenn es weiblich ist, ist es scheiße. Dann dürfen wir es nicht fangen. Das wäre kacke. Es ist weiblich. Shit. Dann töten wir es eben. Ja. Das ist richtig scheiße. Ja, ich hätte sehr gerne dieses Level 44 zu Beerus gehabt. Dann hätte ich nicht trainieren müssen. Dann hätten wir nämlich ein neues Team, unser Level 42 Land, nee, unser Level 40 Landturn und unser Level 44 Zubiris, das zu einem Mega Zubiris werden kann. Yeah. Dann hätten wir schon mal ein verdammt gutes Team gehabt, ne? Ja. Nein. Ich glaube, wir können aber auch keine anderen Pokémon hier fangen. Glaube ich nicht. Wobei, nee, wir können noch andere Pokémon hier fangen. Aha. Sonst wird er ja was sagen, dass hier wir alle Pokémon gesehen haben. Das ist auch wieder. Da ist ein Golbat. Gegen Golbat wollen wir mal wieder nicht. Den Golbat. Zack. Oh mein Gott, Giftzahn. Naptap muss hier gerade einiges an Schaden anstecken. Vor allem, weil Naptap so langsam ist, dass es echt zweimal flüchten muss. Oh, stimmt. Wir hatten Naptap für die Arena eine Zitrobeere gegeben. Hat Naptap gar nicht gebraucht. Tja. Ich werde nicht aufgeben, bis ich hier jetzt einen Pokémon gefangen habe. Und wenn es was weiß ich. Oh, ein Zubiris. Wenngleich ist wahrscheinlich auch nicht. Es ist männlich, und aber nur Level 35, was ein bisschen schade ist. Ja, aber besser ist gar nichts mehr. Ja, ich hätte nur echt gerne das Level 44 Zubiris gehabt. Das wären einfach mal 9 Level mehr. Ja, aber kann man leider nichts mehr dran ändern. Ich weiß. Es musste ja leider weiblich sein. Leider, leider, leider. Wäre genau. Schön gewesen, wenn es männlich gewesen wäre, aber naja. Ja, sehr viele sind ja auch so der Meinung, dass man beispielsweise so eine Extra-Regel machen muss für solche Versteck-Pokémon, ne? Ja. Dass man nur das allererste Versteck-Pokémon, was man trifft, nehmen darf, ne? An sich bin ich da. An sich finde ich das auch gar nicht so eine dumme Regel. Für diesen Wedlock finde ich die Regel aber extrem blöd, eben weil wir ausschließlich, weil ich hier lieber Säure, weil wir ausschließlich Pokémon des passenden Geschlechts nehmen dürfen. Und jetzt hier so als Beispiel, ne? Wir haben sowieso schon erstmal das Problem, überhaupt ein bestimmtes Geschlecht zu kriegen. Ne? Ja. Ja. Und warum sollen wir dann irgendwie noch versuchen? Ja, warum sollten wir dann auch bloß das ausschließlich das allererste nehmen, ne? Okay, ich heile erstmal Naptap hoch. Das ist mir erstmal wichtig. Ich hätte, glaube ich, lieber Gigasauger, aber ich hatte Gigasauger benutzen sollen. Ich hatte aber Angst vor einem etwaigen Crit, ne? Nachher crittet Napt, genau, sowas. Sowas, was er gerade gemacht hat. Vor sowas hatte ich Angst. Oh, es ist so süß, wenn es deine Angriffe macht. Ganz ruhig, Fede. Es ist so süß. Mann, wenn ich den zweiten Film noch hätte, oh, ich würde so unbedingt den Vorfilm gucken. Ganz ruhig, Fede. Ich würde sowas von losgehen und den Vorfilm gucken. Das war ja auch so ziemlich der erste Kontakt, den ich so ziemlich mit Blubella hatte. Weil der zweite Film kam ja vor Gold und Silber raus und da war ja dann da war es ja dann wirklich so, dass man den zweiten Film dann so ziemlich da geguckt hat. Man konnte, glaube ich, mal
Gold und Silber waren... Oder kann der Gold und Silber raus? Informationen gab es auf jeden Fall vorher. Okay. Okay, ich schwäche lieber noch mal ein bisschen noch eine Säure. Ja, ich weiß nämlich noch, ich hatte so ein... da war ich auf jeden Fall im Urlaub. Ich hatte so ein Heft, ne? Wo Informationen zu allen, in Anführungszeichen, neuen Pokémon drin standen, ne? Darunter auch, wie die teilweise auf die Idee für dieses Pokémon gekommen sind. Ne? Mhm. Und dieses... Und vor allem, da gab es ja dann auch noch, weil ja der zweite Film dann auch langsam kommen sollte und alles. Da gab es ja natürlich dann Gerüchte, ne? Mhm. Hat man da so gehört und dann so, oh, Ash wird auf einem Lugia reiten. Das war damals total cool. Okay. Und auf jeden Fall dieses... Auf jeden Fall... Ja, das fällt mir gerade noch zusätzlich dazu ein. Auf jeden Fall... In dem Vorfilm war es nämlich das erste Mal, dass ich Bluebella so richtig gesehen habe. Ne? Ja, ich glaube ich auch. Deswegen muss ich irgendwie immer an diesen Film denken. Abgesehen davon, wirklich, ich habe das... Ich habe dieses Heft, was ich da hatte, wo die ganzen Pokémon drinne standen, ne? Ja. So rauf und runter gelesen. Ich kannte wirklich... Ich hatte, als ich Gold und Silber durchgespielt hatte, keine Überraschung mehr, weil ich schon jedes Pokémon, das in den Editionen vorkommt, kannte. Okay, wir sollten auf jeden Fall mal daran denken, mehr Bälle zu kaufen, weil langsam gehen uns die Bälle aus. No. Vor allem, wenn Zubiris weiter so ein Arsch ist. Geht doch! Es ist drinne? Ja. Yay. Und dahingehend sogar gut, weil es keine Schwäche hat. Okay, es hat offiziell jetzt eine Schwäche, nämlich Fee, aber ich meine, wie viele Feen-Pokémon werden wir in Hoenn begegnen? Das hier ist nicht Carlos. Zubiris durchwühlt mit seinen scharfen Krallen den Erdboden auf der Suche nach Steinen, von denen es sich ernährt. Die Substanzen in den Steinen nehmen schließlich eine feste Form an und gelangen an seine Körperoberfläche. Ich habe eins. Was? Azumarill. Was hat das jetzt mit Azumarill zu tun? Fee. Was? Feen-Pokémon. Ach so, ja klar, es gibt, Schatz, es gibt hier auch Feen-Pokémon, nur du triffst sehr wenig Feen-Pokémon während des Durchspielens. Ja, wobei Azumarill habe ich schon öfter welche getroffen, vor allem hinterher auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Ja, ich meine nur verhältnismäßig, wenn jetzt was noch mit Carlos vergleichst, du Feen an allen Ecken hast. Ja. Okay, wir brauchen einen Namen für dieses Zubiris. Ich hab keinen. Ich nenn's Diamond. Diamond? Warum? Naja, guck dir mal seine Augen an. Ja. Nur mit Diamond verbinde ich irgendwie, wenn es um Pokémon geht, was anderes. Ich habe kein Wort von dem verstanden. Keine Ahnung, was das gerade ist. Und vorher, als ich noch mit ihr geredet habe, klang sie so gut. Und jetzt plötzlich boom. Ha, die Blumen blühen sogar erst nachher. Oh, ich wollte gerade sagen, nein! Jetzt gerade ist gut. Wenn ich Diamond in Verbindung mit Pokémon setze, verstehe ich was anderes. Ja, wahrscheinlich die Edition, ne? Nein, den Typen. Ja, oder das. Naja, aber Zubiris isst ja und er isst auch gerne. Okay. Naja, ich gehe auf jeden Fall erstmal hier ein paar Bälle kaufen. Bevor ich es jemals vergesse und wir dann ohne Bälle irgendwo dastehen. Was ich gerne vermeiden wollen würde, ne? Okay, eigentlich, man soll die Bälle immer in 10er-Packs kaufen, damit man mehr Premierbälle kriegt. Ne? Ich habe der auch. Nee, ein 3K sein Premierball. Ja, ja, aber man soll halt die Bälle immer in 10er-Packs kaufen, damit man halt mehr Premierbälle. Weil man dann halt das Maximum an Premierbällen kriegt. Mhm. Du kriegst ja für 10 Bälle einen Premierball. Und wenn du halt immer 10er-Packs kaufst, also wenn du 70 Hyperbälle kaufst, dann kriegst du 7 Premierbälle. Mhm. Nur, sag mal, ganz ehrlich, Premierbälle sind nicht so doll, ne?
Premierbälle sind eigentlich total kacke. Ja, sind eigentlich wie Pokebälle, sehen bloß besser aus. Wobei, beispielsweise Frostedge fange ich ich habe mir eins gezüchtet in einem Premierball, einfach weil das cool aussieht. Hm. Ich meine, das ist so ein Ball, der passt dazu, ne? Ja. Okay. Keine. Wir haben unser Jamie-Diamond-Kombo. Was heißt, dass ich Garados und Elsa erstmal rausschmeiße. Ja, es tut mir leid. Vor allem, ich habe jetzt wirklich nochmal nachgeguckt. Wir könnten sogar Elsa als Phenontor spielen, weil die sind eigentlich beides so Mixed-Attacker. Toll. So, dann habe ich mal unserem Zubiris das Zubiris-Nied getragen und jetzt gehen wir durch die Höhle durch. Was ja wichtig wird, wie gesagt, Kyogre werden wir töten. Denn wir dürfen es sowieso nicht benutzen, also warum sollte ich mir die Mühe machen, es zu fangen? Ne? Stimmt. Mal abgesehen davon, dass ich es dann sowieso noch nach dem Durchspielen fangen kann. Aber ich darf es halt sowieso nicht in dem Let's Play, in dem Wetlock. Der ist ja eigentlich ein Let's Play, ne? Ich darf aber auf jeden Fall während unseres Wetlocks nicht benutzen, also wozu die Mühe machen, es zu fangen? Dann gammelt es sowieso nur in unserer Box herum. Also kann ich es auch lieber nach der, Liga, nach dem Durchspielen fangen, ne? Finde ich weitaus besser. So, jetzt betreten wir wieder die Cave of Origin, rennen da durch, denn wir dürfen ja auch keine neuen Pokémon mehr fangen. Und damit haben wir auch alle Pokémon hier gefangen. Okay, wir können entweder Zubat oder Zubiris. Ja. Mehr findest du nicht. Für alle, die auf die dumme Idee gekommen sind, Groudon bzw. Kyogre zu verlassen und wieder nach oben zu gehen oder halt gestorben sind. In diese Höhle reingehen, wenn man schon mal da war, sind diese Steine weg. Echt? Ja. Weil du glaubst gar nicht, wie oft ich schon im Pisa-Board immer gelesen habe. Ich bin da irgendwie. Vor allem, ich frage mich echt, warum die Leute es immer so oft lesen. Ich habe aus Versehen das und das Pokémon besiegt. Taucht es wieder auf, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Mhm. Speichert ihr vor euren legendären Pokémon nicht? Ich schon. Ich speichere sogar meistens doppelt und dreifach, weil ich mir manchmal nicht sicher bin, habe ich jetzt wirklich gespeichert. Ja, eben. Das einzige Das ist ja ein wichtiger Kampf. Und wenn man unbedingt das legendäre haben möchte, dann sollte man ja vorher speichern. Ja, das einzige Pokémon, wo ich wirklich einen Gehirnaussetzer hatte, ne? Ja. War, als ich gegen Kobalium gekämpft habe. Ich wollte es noch nicht mal treffen. Das war das erste Mal, als ich Überflieger gemacht habe, ne? War zum Glück ja nur ein Kobalium. Und Kobalium ist eher kacke. Ne? Aber ganz ehrlich, ich hatte so einen kompletten Gehirnaussetzer und dachte, okay. Och, das ist ein hübscher... Vor allem, ich wusste sogar, was die Ringe sind. Och, das ist ein hübscher Ring. Und erst, als ich bekämpft habe, oh, Moment, scheiße. Ich hatte irgendwie einen kompletten Aussetzer. Gut, das haben die meisten Leute ja auch, aber... Wie ich das dann so oft lese, ganz ehrlich, vor allem wenn das Pokémon sogar direkt vor mir steht, ne? Ganz ehrlich, vor allem wenn man es nicht weiß, bei dem Ring kann ich es ja noch verstehen. Ne? Mhm. Man fragt sich, was dieser Ring ist. Wobei ich selbst dann immer speichere, aber ja. Ja, aber man fragt sich, was dieser Ring ist. Aber ganz ehrlich, wenn man direkt vor Kyogre steht, warum sollte man da nicht speichern? Ne? Weil wegen Fuck You. Keine Ahnung. Nina hat den roten Edelstein im Anzug angebracht. Yay. Wuhu. Vielleicht nehmen wir eine wunderschöne Zwischensequenz. Ach ja. Na, erstmal taucht ja natürlich Kyogre auf. Und schwebt über dem Wasser. Aus dem Anzug ertönt eine Stimme. Hey, kannst du mich hören, Kindchen? Ich bin's, Adrian. Na, erschrocken? Ich dachte mir, ich melde mich mal über das Kommunikationssystem in deinem Anzug. Wir haben von hier draußen aus ein Signal geortet. Das heißt, dass Kyogre inzwischen eingetrudelt sein muss. Steht es am Ende vielleicht schon direkt vor deiner Nase? Verstehe. Dann spitz mal schön die Lauscher. Du musst jetzt all deinen Mut zusammennehmen und auf das Biest aufspringen. Dann... Ganz ehrlich, kannst du nochmal das machen, dass du so schlecht ankommst und das bitte vorlesen? Leck mich. Nee, ganz ehrlich, sind wir mal ganz ehrlich, das wäre verdammt passend. Ich versuche das gerade zu... Ey! Sorry. Ich wollte das gerade entschlüsseln, danach musst du bla 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 an den tiefsten Punkt.
Die Verbindung ist abgebrochen. Und jetzt, oh nein, Adrian ist tot. Jetzt springen wir auf Kyogre auf. Und ich muss echt sagen, ich habe die Szene ja schon mal gesehen, ne? Ja. Ich finde, die sieht verdammt langweilig aus. Ich finde, das sieht voll süß aus. Ja, ich fand das irgendwie, okay, vor allem da ist sowieso meiner Meinung nach das größte Problem, dass du hier die ganzen Chibi-Versionen hast, ne? Mhm. Aber ganz ehrlich, ich fand die, ich fand einfach die Graulon-Version viel cooler. Wie es da durch die Lava stapft und alles. Noch. Vor allem, weil die ja so richtig drauf sitzt. Bei Kyogre hält sich ja eher mehr fest und wirst mitgezerrt, ne? Ja, wie bei einem Wal halt, ne? Ja. Links ist natürlich der Weg, da könnten wir rausgehen, aber ich meine, wozu sollten wir? Was mich nur ehrlich gesagt echt gestört hat in der Omega-Rubin-Version, ne? Ja. Wir haben ja immer noch einen großen Raum mit viel Lava. Ne? Ja. Und du ziehst trotzdem deinen Anzug aus. Tja. Jetzt mal ganz... Ja, hier macht das natürlich Sinn, wir sind jetzt an Land, ne? Ja. Wir beenden aber den Part hier und werden erst im nächsten Part gegen Kyogre antreten. Ich hoffe, der heutige Part hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, hat es noch nicht getan, drückt auf Gefällt mir. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann.